Leute, ich sage euch definitiv rosige Zeiten für Apex Legends voraus. Im Jahr 2023 soll Apex Legends extremen Veränderungen ausgesetzt sein. Wir starten ja mit Season 16. Ihr habt hoffentlich die Patch Notes gestern mitbekommen. Das waren die Early Patch Notes, die offiziellen Early Patch Notes. Ich bin dort aber nur auf das eingegangen, was dann offiziell auf der EA-Seite aktualisiert wurde, auch wenn da noch eine Menge mehr bekannt ist, was ich schon erzählt hatte. Die offiziellen 100% Patchnotes dürften dann am 13. quasi am Montag rauskommen. Das wird ein sehr langes Video, also stellt euch da drauf schon mal ein. Da gehe ich nochmal auf alles ein. Da gehe ich dann aber nicht mehr ins Detail, weil das ist wirklich, sonst quatsche ich eine Dreiviertelstunde. Ich möchte euch hier zeigen, was der Game Director gesagt hat. Apex Legends Game Director sagte, dass es dieses Jahr große, umfassende Änderungen für das Spiel geben wird. Nichts ist vom Tisch. Legenden, Kartenmodi, Fortschritte, Rangliste und so weiter und so fort. In sämtlichen Bereichen, auch in den Patchnotes gestern auf der EA-Seite, wird geschrieben, dass nichts safe so bleiben muss, wie es gerade ist. Was ich damit meine, sage ich euch gleich. Aber im Allgemeinen werden wir auf jeden Fall in Zukunft natürlich weiterhin neue Legenden bekommen. Ballistik ist ja immer noch ganz hoch im Kurs bei Season 17. Kartenmodi, sowohl Battle Royale als auch Team Deathmatch wird weiterhin mit verschiedenen Events versorgt. Das heißt, wir werden verschiedene Modi im Battle Royale bekommen und auch der Team Deathmatch soll verschiedene Modi bekommen. Just for Fun Limited Time Modi hast du nicht gesehen. Natürlich wird es mehr Karten für den Team Deathmatch Modus geben. Hoffentlich dann natürlich auch für Kontrolle und Gunrun, weil im Endeffekt teilen die sich ungefähr dieselbe Kartengröße, wenn nicht sogar exakt die gleiche Kartengröße. Macht also nur Sinn. Auch mehrere Modi, die wir schon kennen, werden sicherlich dann in dieser Limited Time Modus Playlist hinzugefügt werden. Ich hoffe aber auch der Solo Modus, auch wenn das hier jetzt nicht Teil des Geschehens ist, weil hier nichts bestätigt ist, logischerweise. Fortschritte, damit ist garantiert Cross-Progression gemeint. Davon könnt ihr ausgehen. Habe ich jetzt auch gestern oder vorgestern erst ein Video drüber gemacht und drüber gesprochen. Das ist derselbe Game Director, der darüber gesprochen hat, dass Cross-Progression mittlerweile fertig ist, dass es sehr, sehr schwierig war und sie nur noch auf den passenden Moment warten, um es reinzubringen, um sicherzugehen, dass wirklich auch alles funktioniert und so weiter. Rangliste wird weiter verbessert, geändert und so weiter. Und ich habe auch die Theorie gehört, dass es ein Mindestzeitplan, wenn nicht irgendwas absolut katastrophal enden sollte, wir locker einen 20-Jahres-Plan für Apex Legends haben werden. Das ist kein Witz und es wird auch kein Apex Legends Teil 2 geben, so wie es bei Warzone war oder keine Ahnung, wie viele Spiele alle schon zweiten Teil bekommen haben, die eigentlich auf dem Grundgerüst eines Spiels aufbauten, wie zum Beispiel auch Destiny sollte einen 10-Jahres-Plan bekommen und ein paar Jahre später kam Destiny 2, weil sie einfach Scheiße gebaut haben. Das soll bei Apex Legends nicht passieren. Das Grundgerüst bleibt und es wird weiter aufgebaut, aufgefrischt, verändert und so weiter. Und was ich jetzt fast vergessen hatte, tatsächlich auf den Patch Notes, diese offiziellen Early Patch Notes, die nicht die 100% Patch Notes sind, da wird auch geschrieben, dass in den Charakterklassen nichts fest ist. Es kann natürlich sein, dass Legenden von der Skirmisher-Klasse wieder zurück in die, keine Ahnung, Recon-Klasse rutschen können und so weiter und so fort. Und auch die Perks scheinen nicht fest zu sein. Es könnte sein, dass hier und da auch an den Perks gebastelt wird, dass da noch Anpassungen geben wird. Und ich bin auch felsenfester Überzeugung, dass es nach Season 16 eine Anpassung an den Crafting-Kosten für die Respawn Banner der Teammates geben wird für die Support-Legenden, weil ich 30 tatsächlich echt eine ganz schön magere Nummer finde für so einen heftigen Perk, nur 30 Crafting-Metalle. Also da hätte ich mit deutlich mehr gerechnet. Ladies and Gentlemen, was denkt ihr, wird's Apex reißen? Wird Season 16 endlich der Game Changer? Ich glaube, ganz ehrlich, ganz, ganz fest daran, Leute, also alle, die jetzt schon da sind, von Season 0 bis Season 15 durchgehalten haben und jeden Scheiß mitgemacht haben, vom Packet Lost zu Dreckservern, gar nicht erst connecten, all möglichen Chaos, Matchmaking und so weiter und so fort, wer bis jetzt durchgehalten hat, der kann mir nicht erzählen, dass er nicht irgendwo auf rosige Zukunft hofft und nicht fest daran glaubt, dass Season 16 ein absoluter Knaller wird und dass wir wirklich vielleicht 20 Jahre mit diesem Hass-Liebe-Spiel durchhalten. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt und freue mich auf jeden einzelnen davon. Daumen da lassen, Abo da lassen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Da rein. Ciao.